Hallo! Ihr fragt euch heute wahrscheinlich schon, was wir mit den Wasserflaschen machen und warum ihr keine Hanteln nehmen sollt. Die Wasserflaschen, die stellt ihr einfach mal vor euch hin. Ich sag mal so einen halben Meter ungefähr Abstand. Also so, dass wenn man dazwischen steht, auch mal nach rechts und auch nach links rübersteigen kann. Also auch in die Richtung braucht er Platz. Und sie sollten so stehen, dass sie nicht sofort umkippen. Ja, also wenn ihr jetzt einen dicken Teppich drunter habt, guckt einfach mal, ob er den wegschiebt oder neben den Teppich geht. Genau, ab und zu nehmen wir sie auch in die Hände, aber gar nicht so oft und so viel. Deswegen eher Flaschen anstatt Hanteln. So, also stellt sie erstmal hin, lasst sie erstmal stehen und wir marschieren ganz locker. Die Schultern im Wechsel rückwärts kreisen lassen. Atmet mal durch die Nase tief ein, dann durch den Mund wirklich bewusst alles ausatmen. Und die Schulterbewegung größtmöglich machen. Beide Schultern gleichzeitig kreisen, immer noch tief durch die Nase einatmen und dann durch den Mund alles ausatmen. Zieht jetzt dabei die Schulterblätter bewusst hinten zusammen. Und dann lassen wir die Schultern unten, weiter marschieren, Beine aber öffnen. Und dann Side to Side machen. Außen locker auftippen. Und wir schwingen beide Arme locker hin und her. Bauchnabel bis zur Wirbelsäule ziehen. Höher ziehen die Arme. Schon wieder kleiner werden im Schwingen. Und dann lassen wir die Arme unten. Setzen den Fuß mit ran. Und dann immer die Arme im Wechsel direkt vorm Körper kreisen lassen. Vor dem Körper. Und zieht euch nach oben raus. Macht den Schritt ruhig mal ein bisschen größer dabei. Und die Arme dann wieder locker lassen. Der Schritt bleibt groß. Wir nehmen die Arme nach hinten und gehen mit der Hüfte etwas tiefer den Rücken gerade lassen. Wer kann, geht noch ein Stückchen weiter runter. Und dann wieder hochkommen. Den Schritt kleiner machen. Und wir bleiben mal direkt hinter den Wasserflaschen stehen, also mittig. Ja, Bauch ranziehen. Wir lassen mal das rechte Bein hier um die Wasserflasche kreisen. Also ihr steht schon dahinter. Hier ist mehr so ein Kreisen nach vorne, die Diagonale. Und wir bleiben hier ganz fest in der Hüfte. Da soll gar nichts wackeln. Andersrum kreisen. Das Bein ist lang und fest. Hüfte ebenfalls. Nochmal anhalten, gleiche Übung, aber auf den Zehenspitzen. Bisschen langsamer, wieder andersrum kreisen. Wieder andersrum, versucht auf den Zehenspitzen zu bleiben. Okay. Und locker lassen. Kurz tippen. Ein bisschen schneller werden. Und dann stellen wir uns aufs rechte Bein. Ja, wieder aufrecht stehen. Linkes Bein kreist, gestreckt um die Wasserflasche. Wir stehen tendenziell immer noch hinter den Flaschen. Denkt dran, Hüfte bleibt fest. Andersrum kreisen. Wir stehen noch auf der ganzen Sohle. Auf die Zehenspitzen drücken
und wieder in die andere Richtung kreisen. Langsamer, kontrollierter die Bewegung machen. Wieder andersrum. Und runternehmen. Wieder kurz tippen. Beine gehen auf und zu, öffnen, schließen. Wer kann, wird noch ein bisschen schneller dabei. Die Beine geöffnet lassen und gebt jetzt richtig Gas. So schnell tippen wie möglich. Ziehen, 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 ziehen. Und 4, 3, 2, 1. Marschieren. Und wir machen nochmal Step Touch. So, jetzt immer 2 Schritte nach rechts, 2 nach links setzen, hin und her. In der Mitte strecken wir die Arme nach oben aus. Macht euch richtig lang. Wer mag, macht einen kleinen Hüpfer dabei. Arme unten lassen, den Schritt einfach kleiner und schneller machen. Immer noch der Zweier-Rhythmus. So, dann bleibt da mal links von den Wasserflaschen stehen, jetzt wirklich daneben stellen und wir steigen rüber. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht nur halbe Liter Flaschen. Also wirklich die Beine richtig hochziehen. Ja, auch wenn das Hindernis vielleicht ein bisschen kleiner ist bei dem einen oder anderen. Einmal noch hin und her. Und dann bleiben wir mal dazwischen stehen. Und schnappen uns hier einmal die rechte Flasche sozusagen. Wir tippen jetzt immer außen auf, innen auf, außen, innen, also über das Bein über die Flasche rüberheben, den rechten Arm dabei gestreckt auf und ab bewegen. Das Bein mal gestreckt lassen, den Arm oben halten. So, das Bein soll jetzt hier wippen und der Arm ungefähr auf Schulterhöhe auf. Lass die Schulter hier unten. Ja, wippen. Bauchspannung. Wippen, wippen, wippen. Und absetzen. Wir stellen die Flasche hin und machen wieder den Step-Touch rüber über die Hantel, über die Wasserflasche. Entweder ihr lasst das jetzt so vom Schritt her oder macht einen kleinen Hüpfer dazu. Die Wasserflasche und dann auch wieder das rechte Bein rüberheben, dabei beugen und strecken und den linken Arm gestreckt heben und senken. Arm bleibt oben, Bein bleibt lang. Das Bein wippt wieder und der Arm ebenfalls. Und denkt dran, Schulter bleibt unten.
senken. Wir stellen die wieder hin. Gehen ein Stückchen zurück. Und locker marschieren oder laufen auf der Stelle. Und wir boxen mal klein, zügig nach vorne. Kleinzügig zur Seite boxen. Nach oben. Schultern unten lassen. Und tief boxen vorm Bauch. Und wieder alle marschieren, beziehungsweise direkt mittig dahinter stehen bleiben. Jetzt zieht ihr mal euer rechtes Bein hoch. Gerade bleiben. Das Bein, der Fuß, tippen immer auf den Flaschenkopf auf. Ihr zieht wirklich das ganze Bein hin und her. Ja, in etwa auf einer Ebene. Auch hier bleibt eure Hüfte fest. Ja, es soll sich nur das Bein bewegen. Oberkörper bleibt fest. Und zieht wirklich das ganze Bein hin und her. Dann lasst ihr das Bein jetzt mal mittig zwischen den Flaschen. Jetzt bleibt euer Knie hier und nur der Fuß tippt rechts und links an der Flasche auf dem Kopf. Ja, Knie ungefähr dort lassen, wo es ist. Setzt der Oberschenkel an sich nur rotiert. Das Bein vorne stillhalten und mal rumgreifen und das Knie weit zur Brust ziehen. Fuß locker hängen lassen, Schultern sind unten. Halten. Und schon wieder absetzen. Beide Beine locker. Und dann nehmen wir das linke Bein hoch. Und auch erstmal wieder das ganze Bein nach rechts und links bewegen. Ups, Tor. Bisschen gefühlvoller als ich. Denkt dran, die Hüfte bleibt fest. Wieder in der Mitte lassen das Bein, Knie bleibt wo es ist, der Fuß tritt rechts und links an. Dann wieder stillhalten, ins Knie greifen, Bein weit ranziehen. Und absetzen. So, mal ganz locker wippen oder hüpfen. Und dann bleiben wir einfach mal hüftbreit stehen. Dann geht ruhig ein bisschen nach vorne zwischen die Flaschen. Wir gehen mal nach unten und ihr greift mal von vorne ran. Ja, dort festhalten und dann machen wir so Kniebeuge. Ihr lasst eure Arme an sich hängen. Dann geht so weit runter, dass ihr nach Möglichkeit mit den Flaschen auftippen könnt auf dem Boden. Und Rücken bleibt natürlich gerade. Ja, lasst die Arme einfach nur hängen. Die haben gleich noch mehr zu tun. Knie im gleichen Abstand lassen. Wir machen keine X-Beine. So, mal kurz oben bleiben. Ihr haltet die Flaschen weiter so fest. Beim Tiefgehen immer einen Arm direkt über Kopf hochziehen. Ja, die Flasche bleibt sozusagen in etwa in Verlängerung des Arms, der Hand.
Jetzt bleiben wir mal unten und beide Arme gleichzeitig heben, langsam senken, nicht fallen lassen. Die Arme sind ungefähr parallel zueinander. Bauch und Becken mit zur Wirbelsäule ziehen. Und einen noch. Und hochkommen. Kurz kreisen lassen. Wir halten die Wasserflaschen genauso weiter fest. Großen Ausfallschritt machen. Wir lassen den rechten Fuß vorne. Linker Fuß geht nach hinten. Ferse ist oben. Nur festhalten. Und auf und ab bewegen. Wir bleiben mal tief. Ihr drückt euch vorne immer wieder auf die Zehenspitzen und dabei den linken Arm mit auf und ab bewegen. Und hochkommen. Kurz wieder lockern und dann andere Seite. Linker Fuß ist vorne, zeigt auch direkt nach vorne, Ferse hinten ist oben. Bleibt aufrecht und wir bewegen uns auf und ab. Wir bleiben wieder tief. Wieder vorne auf die Zehenspitzen drücken und jetzt den rechten Arm mit auf und ab bewegen. Gleichen Rhythmus. Und dann wieder hochkommen. Kurz ausschütteln, tippeln. Weiter nur festhalten. Bisschen schneller werden und einmal kurz so schnell tippen, wie es geht. Ziehen, 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 ziehen. Noch 4, 3, 2, 1. Und dann machen wir die Ausfallschritte nochmal. Rechten Fuß wieder nach vorne. Ferse hinten ist oben. Und Arme hängen, auf und ab bewegen. Wir bleiben wieder unten, vorne auf die Zehenspitzen drücken, linken Arm mit auf und ab bewegen. Und hochkommen, wieder ausschütteln und einmal wechseln wir die Seite nach. Linken Fuß wieder nach vorne, rechter hinten ist oben. Und dann nochmal auf und ab bewegen. Wieder unten bleiben. Vorne auf die Zehenspitzen drücken, rechten Arm auf und ab bewegen. Und hochkommen. Ausschütteln, lockern. So, die Flaschen ruhig weiter so festhalten. Ungefähr mal hüftbreit stehen bleiben. Und wir drücken uns jetzt beidbeinig auf die Zehenspitzen. Flaschen mal hier zusammennehmen und nach oben wie ein V öffnen, nach unten schließen. Oberkörper ist fest, der soll nicht rumwippen.
Po zusammenkneifen. Einmal noch und unten bleiben. Schultern nochmal kreisen lassen. So, und dann stellen wir die Flaschen mal ans Fußende. Jetzt ungefähr schulterbreit aufstellen. Und wir selber tippeln dann noch ans andere Mattenende. So, Arme mal nach oben hin, tief einatmen und abrollen, Bauch ranziehen. Ihr könnt die Beine gerne noch ein bisschen anwinkeln und wir wandern vor in den Stütz. So, die linke Hand tippt den rechten Flaschenkopf an, die rechte Hand den linken. Den Körper so still wie möglich halten. Auf den Händen bleiben und wir rollen oder wandern zurück, rollen wieder auf. Beine gestreckt oder angewinkelt, was ihr schafft. Arme nach oben ziehen, wieder tief einatmen und nochmal abrollen und vorwandern. Gleiche Übung noch einmal. Nicht durchhängen, wieder überkreuzen, Flaschenköpfe bei ruhigem Körper antippen. Hände wieder unten lassen, wir wandern wieder zurück. Nochmal aufrollen, Bauch reinziehen. Einmal die Runde noch. Nochmal tief einatmen und abrollen, wieder vorwandern. Und nochmal über Kreuz antippen. Atmen. Auf den Händen bleiben und dann wieder zurückwandern. Nochmal aufrollen und oben bleiben. Die Flaschen könnt ihr da stehen lassen. Schultern nochmal lockern. Hände so ein bisschen ausschütteln und die Beine mal öffnen. So, jetzt machen wir nochmal eine Runde Kniebeuge. Danach geht es dann nur noch auf der Matte weiter. Bleibt mal stehen. Arme erstmal nach hinten. Ganz normal. Kniebeuge erstmal machen. So, dann macht da unten einen kleinen Zwischenwipper. Hochkommen. Der Zwischenwipper bleibt immer. Beim Hochkommen dann entweder auf die Zehenspitzen drücken, ohne zu tippeln. Oder wer mag, springt ab. Und wer dann auch kann, beim Absprung die Beine einmal schließen. Ja, jeder jetzt, was er schafft. Und zwei noch. Und locker lassen. Ausschütteln. Flaschenbänder stehen, wir setzen uns einfach dahinter. So, und zwar Hände hinten irgendwie aufsetzen, Brust raus, Bauch rein. Im Abstand müsst ihr mal austesten. Füße oben rauf, aber natürlich nur ganz dezent. Könnt ihr Arme auch anwinkeln. So, ganz leicht nur berühren, Beine hier im Wechsel ausstrecken. Euer Rücken ist so gerade wie möglich. Und versucht die Beine natürlich richtig lang zu machen. Bauchnabel ranziehen.
Füße mal kurz unten lassen. Beide Beine gleichzeitig ausstrecken. Lang machen, auftippen. Lang machen, auftippen. Und mal kurz absetzen die Füße. Hände einmal lockern, tief durchatmen. Dann, also eure Füße sollen auf jeden Fall zwischen die Flaschen passen. Hände wieder aufsetzen. Wieder Brust raus, Bauch rein. Außen auftippen, innen, außen, innen. Brust raus, Bauch rein. So, die Beine dabei immer länger machen, dass wir sie auch hier dann ausstrecken. Und in der Mitte lange. Muss jetzt nicht zwischen den Flaschen sein, kann auch davor sein, hüftbreit ungefähr öffnen. Hände jetzt hinten so aufsetzen, dass eure Fingerspitzen Richtung Füße zeigen. Hüfte anheben und jetzt die Arme beugen und strecken. Po tippt immer unten auf. Und absetzen. Hängt euch mal über eure Beine hier vorne einfach rüber. Kopf hängen lassen, Schultern richtig hängen lassen. Und wieder aufrollen nach oben. Die Beine mal zwischen den Flaschen ausstrecken. Hände wieder irgendwie hinten aufsetzen. Gesamten Körper anheben. Wer schafft? Rechtes Bein rüberheben, linkes Bein rüberheben, rechtes Bein und wieder links. Rechts, links, rechts, links. Einmal noch. Mittig bleiben, Hüfte absetzen. Und einmal weit vorhin. Wieder hochkommen, Hände wieder hinten aufsetzen. Gleiche Übung, nur eben, dass wir mit dem linken Fuß, mit dem linken Bein starten. Hüfte hoch und ihr versucht links, rechts die Beine auf und ab zu bewegen. Und nach innen und nach außen. Einmal noch und wieder absetzen, Hände ausschütteln. So, jetzt zieh nochmal die Beine nach außen. Schon ein bisschen weiter öffnen, so, vielleicht auch die Flaschenstückchen rüberziehen. So, mal die Hände oben auf die Flaschen drauf. Wenn das so nicht geht, zieht er entweder die Flaschen noch dichter, ja, oder nehmt Spannung aus den Beinen. Ja, winkelt sie ein bisschen an. So, und zwar Hände einfach nur rauf. Und zwar den Rücken jetzt so rund machen, wie es geht. Schaut Richtung Bauchnabel. Und dann versucht ihr euch hier rauszuziehen. Na, spätestens hier kann es jetzt durchaus sein, dass es an der Beinrückseite zieht. Rund machen, gerade machen im Wechsel. Ja, die Flaschen sollen einfach nur stehen. Ja, gerade beim Gerade machen, vielleicht wirklich Spannung aus den Beinen kurz rausnehmen. Probiert es einfach mal aus. Einmal noch. Gerade
dann bleiben wir mal gerade und ihr greift hier mal die Flaschen. Beine jetzt so positionieren, dass sich die Fußsohlen berühren. Gerade sitzen. Arme nach vorne ausstrecken, anwinkeln, nach oben ausstrecken, anwinkeln. Nach vorne, nach oben. Und gerade wenn es nach vorne geht, fallt da nicht hinterher. Bleibt aufrecht. Und die Arme in beide Richtungen wirklich lang machen. Mal nur nach vorne und die Daumen zeigen mal zueinander, also waagerechte Flaschen, wie so eine Art Ruderbewegung. Und dann absetzen. So, Beine nochmal öffnen. Ruhig jetzt nochmal so weit öffnen, wie es geht. Flaschen sind egal. Und mal zum linken Bein rüberlehnen. Kurz in der Position verharren. Hochkommen. In die Mitte vorkrabbeln. Wieder hochkommen und zum rechten Bein rüber. Und auch wieder hochkommen. So, dann drehen wir uns rum in den Vierfüßler. Hier brauchen wir die Flaschen nochmal. Und zwar stellt er die nochmal schulterbreit ungefähr hin. Wir strecken die Beine nochmal aus, kommen nochmal in den Stütz. So, im Wechsel die Flasche hier greifen, über Kopf hochziehen. Rechter Arm, dann der linke Arm. Rechter Arm, linker Arm. Körper in Summe wieder so stabil und fest lassen, wie es geht. Und unten lassen, auf die Knie gehen, den Po mal Richtung Fersen bringen. Wieder hochkommen. Ähnliche Übung, aber wir ziehen die Arme im Wechsel zur Seite hoch. Also wieder in den Stütz kommen. Platz hier mal gucken. So, und zwar im Wechsel. Rechts hochziehen, absetzen. Links hochziehen, absetzen. Nicht auftreten, also nur den Arm zur Seite hochziehen. Einmal noch pro Arm. Und dann wieder auf die Knie gehen. Po Richtung Fersen bringen. Lass die Arme mal ganz locker, Schultern hängen. Dann kommen wir auf die Unterarme und die Knie. Ellbogen unter die Schulter, Knie unter die Hüfte, rechtes Bein lang und fest machen. Fuß Richtung Körper ziehen und das Bein gestreckt heben und senken.
Einmal kurz unten lassen, nicht absetzen, anwinkeln, ohne abzusetzen. Und dann angewinkelt heben und senken. Jetzt bleibt es immer angewinkelt, ungefähr rechten Winkel zwischen Wade und Oberschenkel. Immer noch das gleiche Bein. Und unten lassen, absetzen. Bleibt so, schiebt den Rücken mal nach oben raus. Wieder gerade machen. Linkes Bein erstmal ausstrecken, lang und fest machen, Fuß ranziehen. Und das Bein geht gestreckt rauf und runter. Fest im Rücken bleiben. Kopf kann hängen, Hände sind locker. Kurz unten halten, anwinkeln, nicht absetzen. Und auch hier das Bein angewinkelt, auf und ab bewegen. Und absetzen. Macht euch nochmal rund, wie es egal, ob jetzt nochmal hier Rücken rausschieben oder Katzenbuckel oder Po Richtung Fersen, egal. So, dann kommt ihr auf die Hände und die Knie. Und dann zieht ihr den rechten Arm nach oben, schaut in die Handinnenfläche. Richtig hochziehen, soweit es geht. Und dann unterm Brustkorb zur anderen Seite rüberschieben. Aufdrehen, rüberschieben. Euer linker Stützarm bleibt lang. Den Arm in beide Richtungen weit rausschieben, rausziehen. Ein noch. Und absetzen und dann die Seite wechseln. Linken Arm hochziehen, in die Handinnenfläche schauen und unterm Brustkorb durchschieben. Und auch wieder absetzen. So, jetzt legen wir uns auf den Bauch. Die Flaschen brauchen wir nicht mehr. Könnt ihr so hinstellen. Kann sie nicht stören. So, also Bauchlage. Die Hände ganz dicht neben der Brust aufsetzen. Beine liegen entspannt. Kopf liegt erstmal auf der Stirn. Bauchspannung. Kopf, Schultergürtel mit der Ausatmung heben, Einatmung senken. Und die Hände drücken euch Stück für Stück weiter nach oben. Nicht gleich so hoch, wie es geht, sondern Stück für Stück. Immer noch Ausatmung hoch, Einatmung tief. Spürt den Rücken, was der zulässt von der Beweglichkeit her. Wenn ihr jetzt runtergeht, kommen eure Beine hinten mit hoch. Hochdrücken, Beine gehen tief. Runtergehen, Beine kommen hoch. Und liegen bleiben. Hände kurz locken. So, dann legt ihr mal hinterm Rücken
Also in der Lendenwirbelsäule, die Hände ineinander, dass die Arme deutlich angewinkelt sind. Kopf liegt auf der Stirn. Bauchspanner wieder. So, jetzt lasst ihr die Ellbogen mal richtig runterhängen. Und dann zieht ihr die Arme richtig schön nach oben, soweit es geht. Zieht die Schulterblätter zusammen und dann wieder Richtung Boden. Hochziehen die Arme, Schulterblätter zusammenbringen, senken. Gar nicht unbedingt schnell, sondern wirklich mit Kraft richtig hochziehen. Jetzt lassen wir mal die Arme nicht ganz oben, aber auch nicht ganz unten. So eine Mittelposition findet ihr. Ja, Ellbogen bleiben an Ort und Stelle. Aus der Position heraus jetzt die Arme ausstrecken. Wieder anwinkeln, dass die Hand in, also die Hände zusammenkommen. Ausstrecken, anwinkeln. Ausstrecken, anwinkeln. Es sollen sich jetzt nur die Unterarme bewegen. Wie gesagt, Ellbogen bleibt ungefähr, wo er ist. Auch mal die andere Hand nach oben nehmen, wenn es Richtung Rücken geht. Und locker lassen. Mal kurz ausschütteln. Legt die Hände aufeinander, beide Beine anwinkeln und entspanntes Schlenkern. So, Beine schon wieder ausstrecken und dann auf eine Seite legen. So, Hand aufsetzen, die Beine beide gestreckt ein Stück nach vorne ziehen. Dann kippt ihr mit eurer Hüfte nach hinten, so hinter dem Punkt, wo ihr denkt, ups, jetzt kippe ich um. Ja, so hinter dem Hüftknochen, den Oberschenkelknochen, so, dass wir schräg liegen. Die Hüfte bleibt schräg und jetzt hier die Beine vorne auf und ab bewegen. Kopf kann liegen, kann aber auch oben bleiben. Hüfte ist immer in gleicher Position zurückgekippt. Und ablegen. Zurückziehen die Beine, auf den Unterarm kommen. Dann die Beine ausgestreckt lassen oder anwinkeln und Hüfte anheben. Rausschieben nach oben. So hoch schieben, wie es geht. Und absetzen. Oberkörper wieder ablegen. Oberen Fuß greifen, Ferse zum Po mit reinziehen. Und lösen. So, beide Beine bleiben ausgestreckt, Hand wieder locker aufsetzen. Ihr hebt mal nur das obere Bein an. Dreht jetzt mal den Fuß nach unten, also das Bein richtig schön nach innen drehen, ja, dass die Ferse der höchste Punkt ist. Das Bein geht jetzt so hoch und tief und ihr tippt hinter dem liegenden Bein auf. Heben, senken. Hüfte bleibt senkrecht, ihr kippt nicht nach vorne auf den Bauch. Ja, das geht gar nicht so, hier ist Schluss in der Hüfte. Ja, soweit es geht, nach innen gedreht lassen. Und unten lassen. Kurz ausschütteln. Wir wechseln mal gleich auf die andere Seite. Erst wieder ganz lang machen und die Beine ein Stück nach vorne ziehen. Ein Stück nach vorne.
Hüfte kippt nach hinten, ja, bleibt immer nach hinten gekippt und vorne die Beine auf und ab bewegen. Und die Beine wieder unten lassen. Zurückziehen, dann auf den Unterarm kommen, Ellbogen durch die Schulter und hoch mit der Hüfte. Rausschieben, halten. Und auch wieder absetzen. Lang machen. Oberen Fuß greifen, Ferse zum Po ziehen. Atmen nochmal tief in den Bauch ein und aus. Und lösen. So, jetzt auch hier das obere Bein nochmal anheben. Fuß nach unten drehen, Bein richtig nach innen drehen. Unteres Bein liegt gestreckt. Heben und senken. Hinterm Fuß mit dem großen Zeh auftippen, hinter dem liegenden Fuß. Ja, versuch wieder, dass die Ferse immer der höchste Punkt ist. Hüfte bleibt senkrecht. Und wieder locker lassen. So, auf den Rücken drehen. So, und zwar Füße nach den Fersen aufsetzen. Ein paar Bewegungen nacheinander. Und zwar ziehen wir den Oberkörper erst hoch. Also versucht euch die Lendenwirbelsäule wegzuziehen vom Boden. Wir boxen rechts, links, abrollen. Hochkommen, rechts, links, boxen, abrollen. Also ihr sollt euch kurz oben halten. Fersen stehen. Hochkommen, rechts, links, abrollen. Hochkommen, rechts, links, abrollen. Beim Abrollen nicht ganz ablegen. Atmen, nicht die Luft anhalten. Eine Runde noch. Und locker lassen. Tief durchatmen. Füße auf ganzer Sohle absetzen. Arme liegen. Mit der Hüfte mal nach oben aufrollen und oben halten. Po zusammenkneifen. Das rechte Bein gestreckt, heben und senken. Und die Hüfte bleibt immer oben. Und den Fuß absetzen, dann abrollen und gleich wieder aufrollen. Rausschieben alles, Po zusammenkneifen, linkes Bein geht gestreckt rauf und runter, Hüfte immer gerade lassen. Und auch wieder absetzen, abrollen, liegen bleiben, ausschütteln. So, jetzt machen wir noch eine Übung für den Bauch und dann dehnen wir noch kurz ein bisschen. Und zwar
Arm, rechtes Bein hier anwinkeln. Linker Fuß kann stehen bleiben. Rechte Hand an den rechten Oberschenkel vorne ran. Hier jetzt immer permanent leichten Druck ausüben. Ja, immer leichten Druck. Linken Arm schräg nach oben. Und hier versucht ihr euch Richtung Wade, Richtung Fuß zu ziehen, da wo ihr hinkommt. Und zurück. Hochziehen, zurück. Und eben immer leicht oder gern auch doller gegen den Oberschenkel drücken. Permanent. Kopf kommt natürlich mit hoch. Und kurz absetzen, ausschütteln und dann die Seite gleich wechseln, linkes Bein anwinkeln, linke Hand drückt gegen den Oberschenkel, rechte Hand zieht Richtung Wade. Bauch anziehen, nichts ablegen und den Druck nicht vergessen. Und auch wieder absetzen. Bauchdecke macht dich rausschieben. Arme legt dann neben dem Körper ab. Und dann mit der Hüfte auf und ab rollen. Ganz locker, ganz entspannt. Auf und ab rollen. Beim Aufrollen auch nochmal durch die Nase tief in den Bauch einatmen. Beim Abrollen durch den Mund ausatmen. Einmal noch und dann die Hüfte liegen lassen, Füße schließen und erstmal nur ganz leicht nach rechts und links schlenkern lassen, Arme auf Schulterhöhe zur Seite ausstrecken. Und wenn ihr das Gefühl habt, die kleine Pendelbewegung fühlt sich ganz angenehm, ganz locker an, dann werdet ihr größer und größer in der Bewegung. Bis die Beine zum Boden fallen und dann natürlich den Blick mit in die entgegengesetzte Richtung nehmen. Lasst die Beine mal rechts, schaut nach links. Ihr geht nach oben ein Bein nach dem anderen hoch, zum Bein fallen nach links, ihr schaut nach rechts, wieder alles locker lassen. Der Blick geht wieder nach oben, ein Bein nach dem anderen hochziehen. Dann zieht er die Knie nacheinander Richtung Brust, greift hier mal ganz locker, ganz entspannt rum. Schultern hängen, Füße sind locker und auch das Gesicht ist ganz entspannt. Den Kopf mal mit anheben, macht euch ganz klein und rund. Beine mit Kraft ranziehen, Schultern bleiben tief.
den Kopf wieder ablegen, Füße nacheinander absetzen, ausstrecken am Boden. Nochmal ausschütteln, locker liegen lassen. Durch die Nase nochmal bewusst so viel einatmen, wie es geht, dass der Brustkorb, der Bauch richtig groß werden und dann bewusst bis aufs Letzte alles ausatmen. Und noch einmal. Und dann nehmt ihr die Arme über Kopf und macht euch lang. Rege, streckt euch, geht von mir aus eine Runde. Und dann alles raus, schieben. Tief einatmen, mit der Ausatmung wieder alles locker lassen. Und gleich nochmal, bringt maximale Länge und Spannung in den Körper, alles raus, schieben, wieder tief einatmen und beim Ausatmen locker lassen. Und dann in Ruhe über die Seite hochkommen. Und dann wünsche ich euch einen angenehmen Feierabend, so nach getaner Arbeit, eine schöne Woche. Und dann bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und bis dahin.